Ich war schon als Student das erste Mal hier, habe diese Orgel also schon vor 30 Jahren kennengelernt. Wir sind ja so ungefähr die einzigen Musiker, die eben den Instrumenten hinterherreisen müssen, ne? Und da spielt das schon eine ganz große Rolle, was für eine Orgel man so zur Verfügung hat. Wir sind hier in der Marienkirche in Marienhafe, wo sich mal der berüchtigte Pirat Klaus Störtebeker im ausgehenden Mittelalter wohl verschanzt hat, hier im Turm. Ursprünglich eine der größten Kirchen von Ostfriesland, mit großem Chorraum, Querschiff und Seitenschiffen. Das ist leider nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen Gebäudeausmaßes. Es gibt aber eine der schönsten Orgeln von Ostfriesland hier zu bestaunen. Aus dem Spätbarock, erbaut von Gerhard von Holy. Der kam aus Aurich, war aber ein Schüler vom berühmten Arp Schnitger und hat hier in der Gegend etliche Instrumente gebaut. Diese hier hat er 1713 fertiggestellt. Fast alles ist hier noch original, also von den 20 Registern. Wir haben 12 im Hauptwerk und 8 im Rückpositiv. Sind 18 original von Gerhard von Holy. Auch Gehäuse, Windladen, sogar die Windversorgung ist noch alt, die Bälge. Wir hören heute von Georg Böhm 8 Liedvariationen über Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. Und da kann man eben sehr schön die verschiedenen Klangcharaktere der Orgel zeigen, die verschiedenen Flötenregister im 8-Fuß-, im 4-Fuß-Bereich und auch verschiedene schöne Ensembleregistrierungen. Ja, ich mag die Flöten sehr gern, aber auch das Krummhorn im Rückpositiv ist toll. Und ja, auch der Prinzipal im Hauptwerk klingt sehr angenehm, weich und elegant. Die Akustik hier ist ja nicht mehr die originale der Riesenkirche. Man muss sich da einen kräftigen Nachhall ursprünglich vorstellen. Jetzt ist die Akustik eigentlich eher kammermusikalisch, sehr deutlich, wenig Nachhall. Und es ist erstaunlich, wie gut sich die Orgel in diese Akustik einfügt. Sie klingt wirklich unheimlich weich, elegant, aber trotzdem farbig und kraftvoll. Ja, wenn man optisch die Orgel sich anschaut, denkt man, es ist eine Arp Schnitger Orgel. Da hat sich also der Gerhard von Holy an seinem Lehrmeister stark orientiert. Aber klanglich ist sie ein bisschen anders, reicht eigentlich schon in den Spätbarock, deutlich ins 18. Jahrhundert rein. Die Front ist eigentlich genauso gegliedert wie bei Arp Schnitger, mit den zwei Dreieckstürmen, dem polygonalen Mittelturm und den 4 Flachfeldern mit Pfeifen. Mir gefällt auch besonders die schöne Farbfassung, die Abstimmung der Farben, die verwendet worden sind. Und ich finde, sie fügt sich einfach toll, auch optisch, in den Raum hier ein. Die Orgel ist sehr bekannt, das ist den Leuten hier schon ein Begriff. Auch wenn man vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche geht, dann weiß man schon, was man hier für Schätze in den Kirchen hat. Und eigentlich lernen die Kinder das schon immer in der Grundschule, was in ihrer Kirche für eine besondere, tolle historische Orgel steht.